Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community. Hier bei mir die Christian Station ist auf Europa. Der Chrissy war mal los, hat mal Mining betrieben. Zwischendurch noch einen Sturm gehabt und natürlich, ihr seht hier, was ist passiert. Ich hatte natürlich kein Tape dabei und mir ist im Sturm etwas an Schädel geflogen, was ich hier rausgeworfen habe aus der Tür. Und da bin ich mich erschrocken. Fups. Oh, und dann hatte ich kein Tape dabei. Dann musste ich ganz schnell zurück, musste ich jedes Tape noch holen. Ah, es war geil. Es war wirklich geil. Ja, so, also, gemeint habe ich mal für uns ein bisschen. Wir werden mal ein bisschen was futtern, ein bisschen was trinken. Ja, Erze haben wir jetzt genug. Den Sturm haben wir abgewartet. Das ist alles gut. Batterien sehen auch soweit gut aus. Ja, ich habe die Dings noch ein bisschen erweitert, die Propeller. Ja, habe ich noch mal hinten bis zum Ende alle hingebaut. Das ist dann auch soweit schön gewesen. So, jetzt müssen wir hier noch mal die Batterie tauschen. Was ich noch nicht gefunden habe, ist Kobalt übrigens. Also da müssen wir jetzt noch mal los, denn in der nächsten Runde müssen wir noch mal gucken, ob wir noch mal irgendwo Kobalt finden, weil ich habe kein Kobalt gefunden. Und ich mache, was ich wollte, ich habe kein Kobalt gefunden. Jetzt mal mein Mikro wieder ein bisschen rüberschieben, dann sehe ich auch meinen Anzug hier. So, also, was natürlich das Ziel ist, sind die Glases. Aber vielleicht können wir auch erstmal den Hardsuit bauen. Würde ich sagen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Wofür brauchen wir ein Kobalt? Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Warte mal, das ist ja da. Für Stellite? Für Stellite brauchen wir Kobalt. Verdammt! Ich habe noch kein Kobalt gefunden. Will nichts machen. Na gut, was braucht man alles? Also wir brauchen auf jeden Fall die Standardsachen, Stahl und so weiter. Das werden wir erstmal schmelzen. Noch ein bisschen Gold, noch ein bisschen Silber. Obwohl Silizium sieht eigentlich auch ganz gut aus. Aber das können wir schmelzen. Elektrum. Solder ist noch gut. Elektrum Konstantan können wir schmelzen. Invar haben wir auch noch genug. Ja, lustig ist, dass das das falsche Bild ist, ne? Wenn ich das jetzt mit T hinlegen will, sieht das aus wie ein Born. Und dann wird's. Das ist Alloy, ne? Das ist ein bisschen lustig. Also, okay, dann wo ist mein Zettel? Warte, ich habe doch hier mein Büchlein. Schwuppdiwupp. Aua. Nikrasi hat da so ein Ringbuch hier. Inzwischen. Besser. Weil Zettelwirtschaft geht verloren, dann weiß man nicht mehr, was man gemacht hat. So, also wir haben gesagt, Elektrum brauchen wir auf jeden Fall. Elektrum brauchen wir. Stahl haben wir noch. Aber wir können ja von allem mal was schmelzen und das hier auf die Räder aufteilen. Eisen auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall nochmal schmelzen. Eisen ist immer so ein Thema. Gold haben wir noch. Silizium haben wir noch. Stahl, ja, Stahl nehmen wir auch mit. Stahl ist, brauchen wir immer. So, Stahl. Invar brauchen wir nicht schmelzen. Ja, wir. Ha, die Alloys, ja. Naja, gut, wir können ja erstmal die schmelzen, die wir schmelzen können, ohne Kobalt. Würde ich sagen. Ja. Das können wir erstmal machen, aber vorher gehe ich nochmal rein. Also wirklich, das war so lustig. Ich renne draußen rum und krieg doch voll. Irgendeine Bulle an Schädel, die da rumflog, Alter. Und mein Anzug kaputt. Und dann zurücklaufen, schnell das Tape holen. Und dann im Sturm zurückfinden. Und der Trecker war nicht an. Und. Wieder Jackpot. Hättet euch drüber gefreut. So, hier hat der Chrissy ein paar Zäune drum gebaut. Dass wir hier nicht verletzt werden. Ihr seht ja, hier kann ja niemand verletzt werden. Hier ist ein Zaun drumherum. Ja. Naja, gut, hier außen habe ich auch einen Zaun drumherum gebaut. Hier sind wir noch nicht fertig. Das müssen wir noch programmieren, die Kühlnachfüllung. So, was machen wir als erstes? Wir könnten ja mal gucken bei den Ingots. Was wollen wir zuerst machen? Also Estroloy braucht Kobalt, das können wir nicht machen. Hesteloy braucht Kobalt, können wir auch nicht machen. Inkönel können wir machen. Oh, für Inkönel könnten wir die Ohrkarte bauen. Die brauchen wir nicht, wenn wir die Brille haben. Machen wir Inkönel zuerst. Gold, Stahl, ach Stahl. Ach.
Puh. Dann brauchen wir erstmal einen Stecker hier am Ofen. Wir brauchen einen Stecker bauen. Ich sag ja, das ist hier alles so, das wird nicht so einfach werden. Ich habe auch noch Eis geholt, eine komplette Ladung Eis, Oxide und Volatiles und Wasser. Das heißt, wir haben jetzt erstmal alle Gase, die wir brauchen, sind erstmal aufgefüllt. Ich würde sagen, wir klauen uns mal den Stecker hier oben, weil den können wir sowieso nicht gebrauchen. Der funktioniert da an der Stelle sowieso nicht. Müssen wir umbauen. Wo ist denn jetzt? Um 5 Mal noch vorbei. Hier eiert. So. Den Stecker werden wir da jetzt mal aufbauen. Wir müssen ja Stahl abstecken. Und Sturm hatten wir jetzt erst, also sollte jetzt erstmal nichts passieren. Das war ein bisschen geil, der Sturm. Der war wirklich ein bisschen lustig. So, wo habe ich denn hier? Hier habe ich irgendwo Strom. Genau. Hier habe ich Strom. Dann stellen wir den. Ach, wir machen erstmal hier auf. Wir gucken erstmal. Natürlich meine Lampe aus, Alter. Oh Mann, ey. Ja, top vorbereitet hier. Oh. Mann, ja, ich weiß. Chrissy, warum hast du noch nicht die Wireless-Batterien? Na, weil ich noch keine Wireless-Batterien habe. Die Antwort ist ganz einfach. So ein bisschen geil. So, jetzt aber, ne? Jetzt geht's los. Ja, so können wir es machen. Einfach doppelt F drücken, habe ich gelernt. Dann da muss ich mich mal dran gewöhnen, dieses doppelte F zu drücken. Wo ist denn das Rädchen? Das ist auf der anderen Seite, ne? Das Rädchen ist auf der anderen Seite. Jetzt ist es auf der richtigen Seite, aber da will ich nicht hin. Jawohl, doch, wir machen. Wir bauen ihn jetzt so hin. Fertig. Fertig ist der Lack. So, jetzt brauchen wir noch Strom. Haben wir. So, jetzt stellen wir den Hoshi mal ein auf 50, würde ich sagen, oder? Oder was haben wir hier? Ja, wir machen mal so das Doppelte, ja, auf 50. 50 ist okay. Okay, dann fangen wir nicht damit an, sondern fangen wir mit Stahl an, würde ich sagen. Stahl. Stahl. 1, 2, 3. Müssen wir warten, bis der da weg ist. Ja. So, mein Schreibblock, den packe ich mir mal an der Seite hier. Oh, es wird Heißgas hergestellt, sehr schön. So, haben wir. So. Haben wir jetzt erstmal unser Stahl. So, dann haben wir gesagt, was können wir machen? Inconel. Inconel ist 50 Stahl, 50 Nickel, 100 Gold. 50 Stahl, 50 Nickel und Gold. So, wir gucken jetzt noch mal schnell. Ja, das Spiel neu gestartet. Jetzt ist hier der Schnatter weg. Ja. Ja. Ah, ja, ja, das sieht gut aus. Okay, in Kindle haben wir auch. So, jetzt brauchen wir noch. Was haben wir gesagt? Das wäre das nächste. Stellite brauchen wir Kobalt. Waspeloy. Waspeloy können wir machen. Okay, Waspeloy geht. Wenn wir das mal. Waspeloy hoch, da wird der Ofen jetzt ordentlich bollern. 50 Silber, 50 Nickel,
Nord Blei. Das ist immer so eine Angstphase hier. So, das haben wir auch. Jetzt drehen wir den aber wieder runter, damit der Ofen ein bisschen leiser wird. Elektrom ist immer ein sehr schönes. Jetzt gucken wir mal. Oh, da war kurz ein bisschen Party. Ja, es ist auch, also von Wasverleuer runter auf Elektrum ist schon Hardcore. Also man müsste dem Ofen da ein bisschen mehr Zeit geben. Aber es geht, funktioniert. Außerdem haben wir jetzt auch ein bisschen Gegendruck hier, das ist schön. So, oh, wir haben ein bisschen Kühlgas verbraucht, okay. Sehr schön. Ja. Sehr, 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 sehr schön, funktioniert. Gucken wir hier nochmal rein. 19.000, 31.000, 5.000 und hier hatte ich auch nochmal nachgefiltert, 13.000, weil hier hinten dürfte jetzt auch nicht mehr viel drin sein. Da ist nicht mehr viel drin, aber das kriegen wir auch noch hin. Wir wollen ja noch ein bisschen kühlen hier, da werden wir mal uns was überlegen. Wie gesagt, wir werden das hier nochmal umbauen müssen. Wir werden den Tank hier rüber bauen. Das wird unser Heißgastank. Da holen wir uns drüben vom Hotgastank ein bisschen Gas rüber zum Kühlen. Und wenn der dann abgekühlt ist, dann filtern wir den weg. So war der Plan. Ne, weil wir haben ja dann hier auch Stickstoff und so, aber der Filter macht ja Sauerstoff und Stickstoff. Wir brauchen also noch einen weiteren Stickstofffilter dann. Und dann haben wir eigentlich, ich meine eigentlich haben wir alles. Wir sind eigentlich total safe gerade. Wir sind safe. Wir sind super safe. So, ich habe aber immer noch kein Kobalt gefunden. Das heißt, wir müssten eigentlich mal, oder habe ich Kobalt? Nee, ich habe glaube ich kein Kobalt gefunden gehabt. Ich glaube, das war nämlich das Problem. Dass ich kein Kobalt hatte und ich habe noch keins gefunden. Da wäre jetzt die Frage, wie wir jetzt an Kobalt rankommen. Jetzt ist ja noch Tag, das heißt, wir könnten theoretisch los und nochmal gucken, ob wir Kobalt finden. Dazu muss ich aber erstmal gucken, ob mein Tracker jetzt an ist. Er ist nicht an, siehst du, das ist das Problem. Ja, es steht hier in der Ecke und ich habe den nicht angemacht, den Drecksack. Komme ich nicht ran von hier. Da muss ich doch reingehen. Ja, also Kobalt habe ich noch nicht gesehen. Wird wahrscheinlich auch schwierig werden, Kobalt, weil das liegt eigentlich immer unter der Erde. Der funktioniert jetzt. Wir probieren es mal, ob wir noch was finden. Wir sind ja soweit erstmal safe, dass wir hier in Ruhe lospesen können. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, wäre noch unseren Jetpack nochmal aufzuladen. Dass wir da ein bisschen länger rumfliegen können, weil ich werde wahrscheinlich fliegen müssen. Wo ist denn mein Jetpack hier? Wo ist denn? Jetpack. Jetpack, kritisch. Jetzt wird es wahrscheinlich auch gleich wieder Nacht, ne? Cool. Hat gerade erst angefangen. So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo Kobalt finden. Ich habe noch keins gefunden, wie gesagt. Das ist, ich habe hier die dicksten Löcher gebuddelt, aber Kobalt habe ich keinen gesehen. Kobalt ist so bläulich. Ist nochmal Silber gewesen und Kupfer, genau. Ärgerlich. Wie gesagt, ich bin ja schon eine halbe Stunde rumgeflogen und habe kein Kobalt gesehen. Also, na, die Chance, dass wir das hier finden, ist sehr gering. Aber Kobalt ist ja auch das Erz, was am wenigsten da ist. Weil wir natürlich davon ausgehen müssen, dass das ja ein Endgame-Erz ist, sage ich mal. Ne? Also das ist ja wirklich absolutes Endgame. Um jetzt hier die großen Dings herzustellen, die großen Alloys, die Super-Alloys.
weit weg von zu Hause. Ich habe kein Kobalt gesehen. Wie gesagt, ich bin hier schon rumgeflogen. Ich will jetzt aber eigentlich mit euch auch nicht hier die ganze Zeit rumfliegen und Kobalt suchen. Aber ich will euch das mal zeigen, wie anstrengend das ist, Kobalt zu finden. Ja, also... Es ist so leicht bläulich, aber als Erz. Ist einfach nicht da. Vielleicht ist ja auch die Map gebuggt oder so, aber das glaube ich nicht. Das ist, ich schreie immer gleich nach Bug, ne? Was ja Quark ist. Es geht die Sonne natürlich doch schon unter. Das heißt, ja, wir werden nichts finden. Okay. Okay, ich will euch jetzt nicht länger langweilen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, dass es wirklich schwierig ist mit Kobalt. Also Nickel, Blei und so haben wir ohne Ende gefunden. Aber Kobalt... Ja, jetzt ist auch Nacht. Das macht gar keinen Sinn, jetzt hier weiter zu rennen, weil... man sieht sowieso nichts mehr. Mehr als einen Meter weit kannst du eh nicht gucken mit dem Licht. Ja, Oxide. Gut, ich mache mal Pause und wir sehen uns dann, wenn ich Kobalt gefunden habe. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ich habe immer noch kein Kobalt gefunden. Ich habe mich jetzt auch entschieden, wir gehen jetzt mal zurück zur Basis. Wir laden alle unsere Batterien, essen, trinken. Und ich werde mal die große Lampe bauen. Die große, also die Handlampe sozusagen. Und was wir auch machen können, ist, wir können uns jetzt mal das Ohrtablett bauen. Flashlight auf jeden Fall. Die bauen wir uns auf jeden Fall mal. Da können wir nämlich ein bisschen besser gucken, ein bisschen weiter gucken beim Mining in der Nacht. Und da brauchen wir noch eine Batterie auf jeden Fall. So, wir können ja schon mal die Batterien jetzt hier mal kurz aufladen. So, was wollte ich machen? Die Color Ohr irgendwas. Color Scanner Ohr, da brauchen wir... Oh, scheiße. Elektrum. Nickel, hier kommt schon jetzt alles darin. Und dann machen wir so. Also ich glaube Invar, Invar sei schon, Kobalt ist glaube ich lila, wenn ich mich nicht irre. Kobalt ist glaube ich lila in der Farb-Dingsbums. Und dann bauen wir jetzt noch eine Batterie. Eine Nukleare könnten wir eigentlich auch mal bauen, oder? Ah, da brauchen wir Astroleute zu, ja, können wir nicht. Aber die können wir später bauen. Bauen wir später. Gucken wir mal, ob wir jetzt mit der Ohrscanner-Karte irgendwas hinkriegen. Wie sieht es mit Essen, Trinken aus? Das müssen wir jetzt auch noch machen. Okay, die müssen wir in der Hand nehmen.
Wir machen natürlich High Power, ist ja klar. Wollen ja auch was sehen, ne? So, wir essen und trinken nochmal schnell. Das geht schon wieder nicht. Wir wollen ja später unseren Anzug bauen, ne? Das heißt, wir stecken den Scheiß erstmal hier rein. So. Taschentampe schmeißen wir erstmal dahin. Essen trinken wollten wir, genau. Also Pflanzen jetzt gut, habe ich schon geguckt. Auf jeden Fall unter unserer Basis ist irgendwas orange. Muss hier direkt über uns sein. Es kann natürlich auch Volatile sein, ja. Das ist Kohle. Ist das Kohle? Das ist Kohle. Wieso ist ein Kohle? Wieso ist ein Kohle? Das ist doch scheiße. Gold, Kupfer nehmen wir auch mit, ne? Aber das ist doch, dann stimmt doch die Farm nicht. Was zeigt mir der Ohrscanner denn an? Zeigt er mir nur die Verteilung an, wie weit das weg ist, oder was zeigt er mir an? Ja, ist ja blöd, wenn er die Farben nicht anzeigt. Na, rot ist wohl Eisen, okay. Hier rot ist Eisen, oder? Rot muss Eisen sein. Rotes Eisen, das ist dann auch nicht das, was wir wollen. Gelb, was ist gelb? Guck mal. Gelb ist Gold. Gold ist gelb, okay. Ich bin ein schönes Loch gebohrt. Oh, was ist blau? Was ist auch Gold? Ist doch Quatsch. Okay, also wird die Ohrkarte nicht das Erz suchen, sondern die Ohrkarte wird wahrscheinlich nur die Verteilung anzeigen. Schätze ich mal. Und dementsprechend ist die für uns so nicht nutzbar. Aber es wird jetzt gleich Tag, das heißt, wir können hier schon mal gucken. Wir nehmen mal unsere Laschentampe. Also sieht doch das gut aus hier. Jetzt können wir hier ein bisschen rumrennen. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Wenn die gleich wird sowieso hell, dann brauchen wir sie nicht mehr, aber ich renne jetzt einfach mal in irgendeine Richtung immer geradeaus, bis ich irgendwas finde. Wanski hatte ich auch schon mal gesehen. Aber mit der Lampe auf High Power kann man auf jeden Fall auch rumrennen. Natürlich ist sie schnell alle, ja, dann sieht man nichts mehr, aber man kann damit nachts auf jeden Fall rumrennen, wenn man so in der Nähe der Basis bleibt. Ist das alles gut? Ich finde einfach kein Kobalt. Das ist Kohle. Das ist Oxide.
Also es wäre jetzt natürlich schon schön, wenn wir jetzt Kobalt finden würden. Hier ist Kobalt, geil. Zwei Stück oder was? Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst, ist mehr. Aber jetzt können wir mal gucken, welche Farbe Kobalt hat. Kobalt hat weiß. Okay. Das ist ja total bescheuert. Warum ist denn das so? Unter mir ist nichts mehr. Ja, da geht hier weiter. Okay. Ist jetzt ausgemacht? Ja. Meine Finger sind schon so automatisiert. Alter, aber hier unten ist nichts mehr. Hier irgendwo. Muss noch Kobalt sein. Oh. Ist nichts Weißes mehr, oder? Nee. Okay, funktioniert die Ohrkarte. Sehr schön. Gut, dann fliegen wir mal weiter, bis wir was Weißes sehen. Das ist ein bisschen verzögert. Hier ist weiß. Hier ist es doch. Guck mal. Ha. Sehr schön. Funktioniert also. Gut, dann sind die Farben nicht so wie die Farben, wie wir sie von der Brille kennen. Dann muss man halt mal ein bisschen gucken, denn ja. Das ist ein schönes Vorkommen hier. Alter Falter. Welche Farbe hat denn Blei? Blei ist blau. Blau wie Blei, genau. Das da ist wieder Eisen, glaube ich. Aber hier ist nichts. Doch, hier ist noch was Weißes. Ist also gelb, okay. Hier ist noch was. Da wie es einfach nicht anblieb, ey. Ja, aber dieser weiße Schatten, der kann natürlich auch. Das kann natürlich auch Gold sein, ja. Aber wir haben ja jetzt hier noch. Es ist jetzt. Es reicht jetzt. Es ist okay. So. Zücken wir mal R, schalten wir um auf den Tracker. Und dann fliegen wir mal nach Hause, würde ich sagen.
Ja, also hat funktioniert mit Kobalt. Da war gerade noch Nickel rechts. Welche Farbe hat Nickel? Nickel ist auch weiß. Oder? Ja, Nickel ist auch weiß. Aber warum? Warum ist Nickel auch weiß? Das hat ja keinen Sinn. Also, ich habe gerade mit der Farbe weiß Kobalt gefunden. So. Und da ist jetzt die Frage, warum ist Nickel dann auch weiß? Ist es dann doch nur die Verteilung? Wie viel davon ist? Und es war Zufall mit dem Dings? Nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie einfach dieselben Farben. Ich weiß es nicht. Jetzt können wir ja die Brille machen. Jetzt ist ja egal. Jetzt können wir ja direkt das Erz fischen, was wir brauchen. Guck mal hier. Sieht schön aus, oder? Ach, unsere Überlebensbasis auf Europa. Mit Elmo Furnace. Muss nicht hier reinfallen, dann gibt's Gemüse. Oh, wir sind wieder da. Ich freue mich. Und wir haben tatsächlich Kobalt gefunden. Sehr schön. Okay, also wir brauchen für... Also was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben... Ja, die, wo wir Kobalt brauchen, die konnten wir nicht machen. Also ich würde sagen, Stellite als erstes. Stellite, das sind 50 Silber. Haben wir überhaupt 50 Silber? 50 Silber, 50 Kobalt, 100 Silizium. Ja, Hammer. 50 Silber. 50 Kobalt. Und 100 Silizium. Ah, der muss jetzt erstmal heizen, der Ofen. Alles gut. So, Stellite Hammer. So, Astroloy. Ach, jetzt haben wir wieder den Stahl nicht mehr. Ja, komm, dann machen wir hier nochmal Stahl. 1, 2, 3. Stellite Hammer. Ein Kunnel hatten wir, glaube ich, schon. Ja, ein Kunnel hatten wir schon. Astroloy. Würden wir machen, genau. Stahl, 50 Kupfer, 50 Kobalt. Müsste gehen. Okay, Astroloy haben wir. Jetzt brauchen wir noch Waspeloy. Nee, Waspeloy haben wir schon gemacht. Wir brauchen noch Hasteloy. Genau. Hasteloy. Da müssen wir jetzt noch umstellen. Hasteloy. Das sind 50 Silber. Ne, 100 Silber. Haben wir noch 100 Silber? Oh, ja, haben wir noch. Geil. Das sind 100 Silber.
50 Nickel und 50 Kobalt. Oh mal gut, dass wir das noch haben. Gut, dann haben wir es ja, würde ich sagen. Ups. Naja, das, da müssen wir hier schon bald mal unseren Wastegas-Tank ein bisschen absaugen. Aber das ist gut, weil der hat 700 Grad, den können wir hier zum Aufheizen von dem Dings nehmen. Da puppen wir uns ein Stück von ab und dann ist gut. Wie gesagt, wir dürfen den ja nicht zu niedrig machen, weil sonst hat die Furnace ein bisschen Probleme mit dem Druck erreichen. Dann braucht die immer so lange. Deswegen, Wastegas muss immer voll sein. Der sollte aber nicht mehr als 40 Megapascal haben. Eigentlich nicht. So. Dann machen wir mal hier. Ja, legen wir mal los, würde ich sagen. Silizium. Wie haben sie die... Ach nee, die haben sie nicht geändert. Nee, nee, das ging ja um Inkenel. Ja, und Inkenel hat ja keinen... Hat man ja am Anfang nicht sozusagen. Eisen, Gold und Kupfer. Oh. Gold. Ich habe Nickel reingeschmissen anstatt Kupfer. Oh, endlich den großen Anzug. Oh. Oh. Dann können wir jetzt endlich schneller fliegen. Und wir haben unsere Brille. Yes, yes. So, damit müssten wir ja dann eigentlich durch sein, würde ich sagen. Ne? Wir haben Sauerstoff, wir haben Energie, wir haben Pflanzen. Wir haben den Ofen, wir haben unseren Hartzug, wir haben die Brille. Da, jetzt wäre natürlich die Frage zu sagen, na, aber warte mal. Tank kritisch. Filter kritisch. Abfalltank kritisch. Batteriestand kritisch. Ähm.
wir dann jetzt irgendwie, also wie sagt man, müsste jetzt einen Deepminer bauen und so weiter, das könnte man alles machen. Aber das ist erstmal nicht wichtig. Ups. Das kann man ja jetzt dann alles im Laufe der Dings machen. Achso, den Hearts Hotel mit brauchen wir ja auch noch. Das könnte man ja dann alles machen, sag ich mal. Wir brauchen jetzt noch eine Batterie. So, den Suit können wir mal wieder ausziehen. Wegen Hygiene und so. Ja. Den Helm. Gibt es denn noch irgendwas, was wir brauchen? Hearts Hotel mit. Die Dings haben wir. Die Uniform brauchen wir nicht. Die ziehen wir eh nicht an. Den T-Ray könnte man sich natürlich noch organisieren, aber eigentlich haben wir keine Probleme mit Kabeln oder sowas. Die Lampe haben wir schon gebaut. Ja. Okay. Aber sie sehen echt schön aus, ne? Stil in Könne Stil. Astroloy und in Könne. Zehn Astroloy. Nö. Sich gar nicht ein. Ist viel zu teuer. Poh, ne. Und vor allem für Inkinel. Ne, obwohl Inkinel brauchen wir. Ne, für Astrole brauchen wir Dings. Für Astrole brauchen wir Kobalt. Und das ist blöd. Hier ist wirklich. Hier ist kein Kobalt in der Nähe. Ah. Naja, aber ist nicht schlimm. Jetzt finden wir Kobalt ja. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns mal unseren Anzug an. Checken wir mal hier. Der Helm ist nicht gelockt. Das Licht können wir ausmachen. Dann machen wir mal hier die Trust up, bitte. Damit wir hier einen Stress kriegen bezüglich der Hochgeschwindigkeit. Achso, ja. Filters. Eisen. Carbon Dioxide. Man könnte jetzt Heavy Filter nehmen, wäre möglich. Aber wozu? Wozu? Man nicht. So. Ja, Wireless Batterien wäre auch noch ein Thema, ja, ich weiß. Aber ich wollte jetzt hier nochmal kurz checken, was hier los ist. Hier ist okay, hier ist okay, hier ist okay. So, hier ist auch alles gut, hier ist auch alles gut. Wasser haben wir 191 Liter. Wollen wir noch ein bisschen was rauslassen. 192 Liter. Sehr schön. Die muss noch laufen, obwohl das Quark ist. Wir haben 13.500 mol CO2. Wir haben 5.000 mol N2. Welche Temperatur hat der Tank hier? 299. Ja. Okay, Batteriestand ist ETHO. Wetter ist nicht Wetter. Übrigens hat mein Wettercode nicht funktioniert. Habt ihr gesehen, ja, weil Wetterstation hat. Nicht hier oben geholt. Nicht oben geholt. Das müssen wir auch noch fixen. Und hier müssen wir noch was basteln. Ja, okay. Aber das sieht erstmal schön aus. Wir können ja mal ein Jetpack anmachen. Können mal gucken. Ach, guck mal.
Gleich kaputt machen das Ding. Aber ihr seht, es funktioniert. So, wie gucken, wie sehen wir von außen aus? Ja, guck mal. Unsere Lampe. Das ist leider komisch, man kann nicht so um sich rum gucken, sonst hätte ich mal ein schönes Video machen können. Kann man leider nicht machen, man sieht sich immer nur von hinten. Aber ist schon cool. Und Jetpack, Junge. Sieht ein bisschen geil aus. Ist geil. So, also. Sieht doch gut aus bisher. Wir haben also richtig was geschafft. Wir haben auf Europa sozusagen überlebt. Wie gesagt, die Sachen müssen wir noch programmieren. Das machen wir auch noch. Und wir müssen natürlich hier noch den Heiztank noch umbauen und hier ja, uns dann noch ein bisschen Heißgas organisieren. Ja, ich würde sagen, alles in allem ein sehr erfolgreiches Let's Play bis hierhin. Es ist noch nicht vorbei. Auch keine Angst haben, wir machen noch ein paar Folgen. Aber ja, wir sind jetzt wieder einen Schritt weiter. Wir haben unseren Hardsuit. Und wir haben unsere Basis safe, unsere Pflanzen, wie gesagt, denen geht super. Ja, wir haben schon Saatgut überall, es ist alles gut, die Kartoffeln sind gut. Essen haben wir genug, auch wenn es auf dem Kopf steht, ich weiß. Es triggert euch wahrscheinlich schon seit allen Folgen, triggert euch das. Also mit ein bisschen Trödeln hätte man das auch in 30, also ohne Trödeln hätte man das auch in 30 Tagen geschafft. Das ist das, wie ich es baue. Das, ihr könnt euch da sicher Sachen abgucken. Das heißt aber nicht, dass das das Ideale ist. Aber wenn ihr nach der Idealität strebt, dann werdet ihr sowieso ganz anders an das Spiel rangehen. Weil dann werdet ihr nämlich erstmal, weil ihr Idealisten seid, werdet ihr erstmal alles lernen über das Spiel. Ihr werdet alles auswendig lernen. Ihr kennt jedes Mol, jede Formel. Ihr kennt alles. Und dann könnt ihr eine ideale Basis bauen. Wenn ihr aber so seid wie ich, behaftet mit Fehlern, und manchmal Brainfart, dann baut ihr das so, wie ich es gebaut habe. Natürlich könnte man das ordentlicher bauen, sage ich jedes Mal, aber es geht ja ums Überleben. Ja, schön bauen kann man später immer noch. Das ist ja jetzt eure Basis, die ihr als Ausgangspunkt benutzen könnt, wo ihr euch immer wieder zurückziehen könnt. Egal, ob eure große Basis explodiert, egal, ob was auch immer. Ihr seid jetzt auf dem Planeten safe, absolut super safe und ihr könnt jetzt loslegen und könnt eure große Basis bauen. Und was ich nämlich machen will, ist Folgendes. Ich möchte auf jedem Planeten erstmal eine Basis bauen, sozusagen als, ja, wie sagt man, als Entdecker. Wir kommen da jetzt hin, bauen da eine Basis, auf der wir erstmal überleben können. Und dann können wir jetzt, ausgehend von diesem Safe Game, jegliche Megabase auf jedem Planeten bauen. Ja, weil jetzt kann man ja im Prinzip alles easy peasy bauen. Jetzt kann man Deepminer aufstellen, jetzt kann man Combustion-Zentrifuge aufstellen, jetzt kann man Sortierung bauen. Das würde man jetzt als erstes bauen auf der Hauptbase, weil man hat hier jederzeit einen Rückzugsort. Man kann sich hier hinsetzen, man kann hier atmen, man kann hier was essen und dann geht man wieder rüber auf die Baustelle und baut dann seine Megabase weiter und da muss man eben nicht mit dem Live-Support anfangen, man muss nicht mit der Elektrik anfangen, sondern man kann alles planen. Man kann dann alles so bauen, wie man es sich wünscht, ohne dass es so aussieht, wie es beim Chrissy immer aussieht. Ja. Ich weiß, ich habe diesen Versuch schon ein paar Mal gemacht, eine Megabase zu bauen. Das hat bei mir nicht immer so funktioniert. Ich bin immer sehr interessiert, bei anderen Stationeers-Spielern dazu zu gucken, wie die das so bauen. Einfach in der Hoffnung, dass ich mir da mal was abgucken kann, wie ich es jetzt mechanisch baue. Ja, es geht nicht darum, wie man was verkabelt, wie man was programmiert, wie man was mechanisch jetzt hier Rohre verlegt, sondern es geht darum, wie Leute Räume bauen. Das finde ich zum Beispiel, das ist mein großes Thema. Ich baue einfach irgendwelche Räume und stelle hinterher fest, das ist total unpraktisch, weil wenn ich zum Gerät hier zum Dings muss, zum Printer, dann muss ich erstmal durch die halbe Basis laufen. So, jetzt bin ich dann aber am Printer und stelle fest, ich habe kein Eisen. Ja, mein Eisen liegt drei Räume weiter. Oder ich habe eine Automation gebaut, wo ich dann aber gar keinen Zugriff drauf habe, um zu sehen, wie viel Eisen habe ich dann noch. Also wäre eine Werkstatt cool, etwas größer, wo man alle Printer drin hat, wo man alles mit Stackern hat, wo man alles automatisch befüllt bekommt, wenn irgendwas fehlt, mit Vending Machines und allem möglichen Pipapo. Mit einer Erdsortierung, mit einer Warensortierung, mit großen Anzeigen, damit wir wissen, wie viel wir von welchen Sachen noch haben und vielleicht mit einem Button, dass man sagt, so jetzt bitte einmal nachproduzieren oder dass die Sache automatisch nachproduziert, dass wir eine Übersicht haben, was haben wir, wie gesagt, an Roherzen da, das könnte ich mir schon vorstellen, ich hätte schon mal wieder Bock drauf, mit euch sowas zu bauen, aber da muss ich mir erstmal einen Plan machen, wie ich das machen will,
Weil das natürlich für mich zeitlich dann auch nicht immer so einfach ist. Ja, das dürft ihr nicht vergessen. Chrissy muss ja noch arbeiten gehen nebenbei, das ist ja hier kein Vollzeitprojekt. Ja. Und selbst mit 30.000 Abonnenten könnte man davon noch nicht leben. Also selbst wenn ihr jetzt da 30.000 Abonnenten wärt, könnte ich davon immer noch nicht leben. Also ich sag mal so, bei 100.000 Abonnenten könnte man davon leben. Aber die Frage ist, will ich davon leben? Nein, weil dann müsste ich mich dann auch mit den ganzen Partnern zusammensetzen, müsste euch Dinge zeigen, für die ich Geld bekomme, auch wenn ich da vielleicht nicht hinterstehe. Ja, es gibt viele YouTube-Kanäle, die sagen, ich stehe 100% und ich sage auch schlechte Sachen über das Produkt, aber am Ende haben sie was unterschrieben und da steht drin, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie das Produkt vorstellen. Sonst kriegen sie kein Geld. Ja, also dementsprechend, ich will das nicht mit Geld machen. Ne? Also das ändert alles und dann werde ich genauso wie die anderen und das will ich nicht. Ihr seid ja ums Zocken gehen. Ja, also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, natürlich auch in die Kommentare und ansonsten findet ihr uns ja auch im Discord oder mich und die Community. Wir sind ja da schon ganz schön viele. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar Folgen. Wie gesagt, wir müssen ja noch da draußen die Kühlung bauen und sowas alles. Aber dann würde ich das Let's Play dann hier beenden. Also nicht jetzt heute hier, sondern danach. Einfach, weil wir dann die Base fertig haben, von der aus wir dann eine Mega-Base bauen könnten, sofern wir den wollten. Ja? Haut drin. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, euer Chris.